Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte an dieser Stelle ein Visier vorstellen. Und zwar ist es das Decat-Visier Basha, bei dem einige Sachen in meinen Augen ziemlich merkwürdig sind. Und die möchte ich hier einfach mal ansprechen. Erstens, es kommt in einer Schachtel des DCRE-Sets. Und das ist eindeutig ein anderes als das Basha. Trotzdem ist es natürlich das Basha. Hier steht es entsprechend drauf und ich habe das auch aus der Schachtel rausgenommen. So, was gibt es zu diesem Visier zu sagen? Also, dieses Visier gibt es nicht nur in Schwarz, sondern das gibt es auch, ich habe jetzt nur die Bauteile, in Silber, in Blau, in Rot und auch in Gold. Und damit ist das natürlich schon relativ nett. Ich kann damit eine ganze Menge machen. Aber was fällt mir besonders auf? Mal erstmal abgesehen davon, wir müssen über eine Preisstruktur reden. Also das Ding liegt ungefähr bei 20 Euro, ist also jetzt nicht wirklich so ein fürchterlich teures Gerät. Die Frage ist nur, ist es wirklich diese 20 Euro überhaupt noch wert? Denn da bin ich wirklich auf ganz erstaunliche Sachen gestoßen. Fangen wir hinten bei der Befestigung an. Ich habe einen massiven Aluminium Ausleger 9 Zoll lang. Das ist natürlich schon mal eine schöne Sache. Die Befestigungsschraube ist eine Klemmschraube, die in meinen Augen, wenn ich sie gelöst habe, sehr, sehr wackelig ist, also sehr, sehr viel Spiel hat. Aber das muss ich jetzt nicht unbedingt als Nachteil sehen, weil sobald ich das hier festgeschraubt habe, ist also schon der Halt da. Also das ist nicht unbedingt ein Negativpunkt. Kommen wir zum echten Negativpunkt. Das ist also hier vorne. Punkt 1. Der Visierpin, Gewindestange 8,32 Zoll, wie es bei Recurve Visieren üblich ist, hat keine Mikrometerverstellung. Das heißt also, viele haben hier vorne eine Mikrometerverstellung und er hat also jetzt hier nur die Grobverstellung. Das heißt, ich löse hier vorne die Schraube und kann dann hier das Ganze entsprechend reindrehen. Während viele sagen, jetzt ist es doch nicht schlimm, immerhin habe ich hier, kann ich das immer pro halben Gewindegang machen. Das heißt, es ist ja nur ein halber Millimeter, der Unterschied ist. Ein halber Millimeter hier macht auf der Scheibe hinten auf 18 Meter ungefähr 1 Zentimeter aus. Und das ist eine Menge. Und da würde ich sagen, wäre also eine Mikrometerverstellung einfach schöner. Andere können das auch. Zweiter Nachteil ist klipp und klar, die Stange ist fest drin. Ich habe also keinen Kopf zum Abnehmen. Das ist bei vielen Visieren in dieser Preislage so, muss man also nicht unbedingt als Nachteil sehen. Also man kann für kleines Geld immer noch nicht alles machen. Aber wie gesagt, die Mikrometerverschraubung fehlt mir. Positiv an dem Ding ist aber nochmal hier die große Fixierschraube hier. Das heißt also, die sorgt schon dafür, dass der ganze Klotz vernünftig gehalten wird und verspricht durch die große Poppenscheibe, also Kunststoffscheibe, dass es auch vernünftig hält und sich nicht so schnell losrappelt. Muss aber nicht sein, das kann auch passieren. Nachteil dabei ist, wenn ich es losgeschraubt habe und versuche, das Ding zu verstellen, es rappelt und ne, es mag nicht, es hakt ohne Ende. Und es ist also unglaublich schwierig, das wirklich sauber einzustellen, sodass es wirklich passt. Ach, ich gebe auf, ist egal. Ich muss es nicht nehmen. Eindeutig ein Nachteil, es dürfte gerne sauberer gleiten, damit das Ganze funktioniert. Und mein Fazit dafür ist ganz klar, ich kenne viele Visiere, die in der gleichen Preislage sind und die einfach besser sind. In meinen Augen also einen Finger davon lassen.